Es geht um die Bearbeitung von Blechen und Rohren, die sich in den handwerklichen Arbeiten von Holger Block und Ben Hassine gleichermaßen wiederfindet. Doch so ähnlich die Materialien sind, so unterschiedlich ist das, was die beiden frisch gebackenen Handwerksmeister daraus erstellen. Block ist Metallblasinstrumentenmachermeister, Hassine Installateur und Heizungsbauermeister. Beide haben 2012 ihre Meisterprüfung bei der Handwerkskammer Koblenz abgelegt und werden am 24. Februar im Rahmen der großen HWK Meisterfeier in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle ihre Meisterbriefe entgegennehmen. Holger Block wird mit seinem Meisterbrief in einem Traditionsunternehmen weiterarbeiten, auf das er besonders stolz ist, denn welches Unternehmen kann heutzutage noch von sich behaupten, dass es in Familienbesitz über 200 Jahre Bestand hat? Und deswegen war es für mich eigentlich eine große Ehre, hier genommen zu werden. Ich habe 1998 mit der Ausbildung hier bei Musik Alexander begonnen, habe dann danach 10 Gesellenjahre absolviert, bis ich dann den Entschluss gefasst habe, Meister zu werden. Als Prüfungsstück baute Holger Block ein neues Instrument, dessen Ursprung ein Kupferblech ist, auf das die Form der zu biegenden Rohre übertragen wird. Nach dem Anreißen folgt das Ausschneiden mit einer gewöhnlichen Blechschere, wobei natürlich eine hohe Genauigkeit wichtig ist, sollten später die richtigen Töne getroffen und das Instrument perfekt gespielt werden. Beim Feilen werden die Kanten präzise in Form gebracht, dann die Bleche gerundet. Nichts wird dabei maschinell gefertigt, sondern alles in reiner Handarbeit durchgeführt. Das setzt Erfahrung voraus und natürlich ein gutes Auge. Voraussetzungen, die Holger Block sich nicht erst mit der Meisterprüfung angeeignet hat, sondern auf die er bereits zuvor zurückgreifen konnte. Insofern stellt sich hier auch die Frage, warum er eigentlich den Meisterbrief gemacht hat. Die Frage, warum ich den Meister gemacht habe, wurde mir schon oft gestellt. Vorrangig habe ich es für mich erst einmal getan, um mal so ein bisschen voranzukommen im Leben auch mal wieder. Man muss sich ja mal irgendwann auch mal was beweisen, sich selber. Und da war das natürlich eine hervorragende Gelegenheit. Zum Alltag des frisch gebackenen Meisters zählen aber nicht nur Neubauten von Instrumenten, sondern auch deren Reparatur. Beispielsweise, wenn ein Horn heruntergefallen ist und eine Delle als Unfallschaden davongetragen hat. Doch auch solche Macken lassen sich beheben, wenn der Fachmann zum Werkzeug greift. Eine Arbeit, die Holger Block Spaß macht, in der er zufrieden aufgeht. Für mich ändert sich erst einmal nichts weiter. Gut, ich könnte mich jetzt selbstständig machen, aber es ist natürlich auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Das weiß besonders derjenige, der selbstständig ist. Und da ich hier einen sehr sicheren, soliden Arbeitsplatz habe, bin ich eigentlich ganz froh, dass es einfach so weitergehen kann. Ich habe jetzt keinen Vor- und keinen Nachteil dadurch, dass ich den Meister gemacht habe, aber ich fühle mich besser. Als Meister seines Faches ist Holger Block ein wahrer Exot unter den 645 Jungmeisterinnen und Jungmeistern, die 2012 bei der Handwerkskammer Koblenz ihre Meisterprüfung bestanden haben. Denn extra für ihn wurde ein Vorbereitungskurs organisiert und er ist der einzige Handwerker, der in diesem seltenen Gewerk die Prüfung abgelegt hat. Mit seinem Meisterstück hat er, ganz zu Recht, eine hohe Punktzahl eingefahren. Mit Blechen kennt er sich bestens aus und auch Rohre bringt Ben Hassine aus Bad Breisig perfekt in Form. Doch beim gebürtigen Tunesier geht es nicht um gute Töne, sondern um perfekt funktionierende Fähr- und Entsorgungstechnik in Häusern. Der Installateur und Heizungsbauermeister hat einen beeindruckenden Lebensabschnitt in Deutschland hingelegt, wobei das Handwerk eine bedeutende Rolle spielte. Ich komme aus Tunesien, ich bin seit 2001 hier in Deutschland. Ich habe 5 Jahre gebraucht, bis ich ein Arbeitserlaubnis bekommen habe und dann habe ich im Nachhinein habe ich eine Ausbildung angefangen. Das habe ich auch erfolgreich beendet und bin ich bei der Firma geblieben, bin ich übernommen worden. Danach habe ich die Meisterschule angefangen. Teil 3 und 4 habe ich in Teilzeit gemacht, während ich gearbeitet habe in der alten Firma.
Die alte Firma leider existiert nicht mehr und deswegen habe ich danach Teil 1 und 2 gemacht und mittlerweile bin ich jetzt bei Firma M&M Haustechnik hier beschäftigt als Meister. Eine Traumkarriere, die für andere Vorbildcharakter hat und mit der sich für Ben Hassine heute auch ein großes Stück Zufriedenheit verbindet. Das Handwerk ist für mich eine Grundlage, um hier in Deutschland erfolgreich zu leben. Ja, ich bin total zufrieden und ist alles okay. Zum erfolgreichen Leben und Arbeiten in Deutschland zählt für den gebürtigen Tunesier auch die Bereitschaft, sich den hiesigen Lebensumständen anzupassen. Ganz wichtig, auch für seine Arbeit, war das Erlernen der deutschen Sprache. Mit viel Fleiß und sicher auch Talent hat er Deutsch gelernt, was natürlich auch Voraussetzung für eine erfolgreiche Prüfung zum Handwerksmeister war. Auf jeden Fall die Sprache hier in Deutschland ist das A und O. Weil ich bin der Meinung, jeder muss hier sich integrieren, jeder muss die Sprache lernen. Wir leben schließlich hier in Deutschland, nicht woanders. Also ich bin der Meinung, die Sprache ist sehr wichtig hier in Deutschland. Und ist auch eine sehr gute Grundlage, um weiter hier zu existieren. Mit seiner heutigen Stellung kann Ben Hassine zufrieden sein. Zugeflogen ist ihm all das aber nicht und er hat in den vergangenen Jahren hart an sich gearbeitet und war bereit, sich den Herausforderungen auch einer Meisterprüfung zu stellen. Wenn er auf Baustellen zum Werkzeug greift, wird er hier und da angesprochen auf seine handwerklichen Qualifikationen und fragen manche Leute, ob ich eine Ausbildung gemacht habe hier in Deutschland und manche beziehungsweise viele sind überrascht, wenn ich sage, dass ich Meisterschule gemacht habe. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Mit dem Meisterbrief zufrieden sein, das gilt nicht nur für den Installateur und Heizungsbauer. Mit ihrer Leistung im Lot sind alle 645 Handwerksmeister aus 22 Gewerken, die am 24. Februar ihre Meisterbriefe bei der Handwerkskammer Koblenz erhalten. Dazu herzlichen Glückwunsch. Die Meisterfeier und ihre Gesichter sind auch Schwerpunktthema der jüngsten Ausgabe Handwerk Spezial, die am 23. Februar als Magazin in der Rheinzeitung erscheint.